Was ist das für ein Schatten? Warum wird der rot? Ach so, weil ich über ihn drüber fahre. Okay. Au. Hm. Die Räume sind hier schon mal nicht sehr einladend. Jetzt können wir mal kurz warten. Können wir mal kurz nachhelfen bei Hagrims Heilung. So. Das war schon immer, dass wir das außerhalb des Kampfes so oft benutzen können, wie wir wollen. Wir können sogar einmal pro Begegnung wieder wiederbeleben mit Palegida. Das ist heftig. Okay. Ah, ich höre sie weinen. Kleines Spinnenviehzeug. Vitrag Exarch. Okay. Die bombardiere ich am besten gleich mal mit was Bösem. Und jetzt mit kleineren Geschossen. Du bist ja relativ magieanfällig, wie ich gemerkt habe. So, das kann ich hier einfach mal mit den Standard-Arkanen-Angriffen reinbomben. So. Benötigst den passenden Schlüssel, um dies zu öffnen. Wie sieht hier eigentlich... Oh. Die Map ist nicht gerade groß. Aber die ist wahrscheinlich recht böse. Es gibt jedenfalls ziemlich viel Spinnenviehzeug und eine Menpevgra. Ich mache mir gar nicht erst die Mühe, das auszusprechen. Wo ist das verrückte Vieh? Ich bombardiere es lieber mit kleinen Geschossen. So. Okay, das war Fenris. Und das war das Viehzeug. Au. Ja. Sich verbreitende Seuche. Oh, wieder ein Vitrag-Exarch. Kettenblitz den mal bei dem ganzen Viehzeug, was er dabei hat. Okay. Der ist fast tot. Let's go. Let's go. Irgendwie ist die KI-Reichweite teilweise noch ziemlich eingeschränkt, muss ich sagen. Jedenfalls bei den Fernkämpfern. Ich hoffe, das fixen sie. Demnächst soll ja auch das zweite Teil von White Marsh rauskommen. Ich hoffe, dass sie es bis dahin mal fixen. Genauso wie die Deutschlokalisierung. Fenris war mal wieder ausgeschalten. Taondra Tara. Perlen, okay. Seilartige Netzstränge glänzen vor Feuchtigkeit. Okay. Adra-Schlüssel, eine Keule und ein paar Diamanten. Mehr als so alte zerbröselnde Knochen sind nicht von den zahllosen Opfern übrig geblieben. Okay. Steady does it. Oh. Bist du die Treppe nach unten? Trank der großen Ausdauer, den kriegst du mal. Und hier ging noch was. Oh, ein Campfire. Schöne Sache. Tag der großen Ausdauer und den kannst du auch mal da reinziehen, so. Du hast doch diese kleinen Erholungstränke. Und die Fallen können mal weg. Kurzzeitig. Du hast zwei Zaubersprüche. Davon ist einer ein Feuerpfeil. Schriftrolle der erschütternden Berührung. Das könntest du beim Nahkampf benutzen.
Auftrag des Geisterschildes. Naja, nimm die Makana. So. Dafür kriegst du die Duplikate des Zauberers. Schriftrolle des Mahlstroms. Kochenden Sprühnebels. So. Machen wir das mal so. Gehen wir vor diese Tür, öffnen sie vorsichtig, hören Heulen dahinter. Zu groß ist das hier ja nicht. Adragan. Okay. Wir haben Adragans und wir haben solche Mädels. Okay, wie machen wir das am besten? Am besten wir Kettenblitzen alles mal. Oder werden einfach mal versteinert. Au. Au, Trank der großen Ausdauer, schluck den mal. Ach so, du bist geschockt. Dich kann ich nicht auswählen, weil du bist beherrscht, okay. Da würdest du bitte mal einen schlucken. Dankeschön. Balegida, wieder aufs Schwert und auf das andere Gantki. Au, und irgendwas blitzt da. So, dankeschön. Stab der bleichen Schatten? Mhm. War das hier alles? Nein, hier ist noch was drin. Super, war das wirklich alles hier drin? Dann kann er halt mal Edda, der hat nämlich einiges abgekriegt. Währenddessen gucken wir uns mal kurz den Stab an. Alof. Angriffe können bei kritischen Treffern betäuben. Außergewöhnlich bist du schon. Ja. Wir können dich leider nicht hervorragend machen, weil dafür fehlen uns die Flugdrachenaugen. Betäubend, verwirrend. Vergleichen so. Genauigkeit, das ist bei beidem, ja. Betäuben. Verursacht bei Treffer alle Verteidigung für 5 Sekunden. Ja, das Ding ist schon nicht schlecht. Wir könnten dem noch... Was für eine Peitsche haben wir dir gegeben? Frostpeitsche noch verzaubern. So. Jetzt bist du jedenfalls etwas mehr wert als das außergewöhnliche Zepter. Und das Ding können wir auch mal wegpacken. So. Und ich hätte wirklich vorher was essen sollen, bevor ich hier reingehe. Aber Edda sieht doch gar nicht mal so schlecht aus gleich. So. Das war schon Stufe 10. Das heißt, wir haben jetzt gleich die letzten 10 Pfade. 5 Stufen der endlosen Pfade vor uns. Und ja, das weiß ich auch, ist die Achievements, dass das Ding 15 hat.
Waffen und Schilde verleihen Boni, die mit Boni von anderen Gegenstandstypen addiert werden. Also alle, also Rüstungssachen wirken nicht kumulativ, nur wenn ich Waffen und Schilde dazu nehme. Also bestes Beispiel. Du gibst keine Macht. Nein. Wir hatten, glaube ich, mal ein Schwert, was Macht gegeben hat. Das hat sich dann halt nicht mit den Sachen hier gebissen. So. Willkommen. Haupttreppe? Oh, gut. Margarine's Fire casts light in dark places. Hier könnten wir nach oben einfach so. Sporlinge? Ah! Mist. Okay, von ein paar Sporlingen und Pudding des Leidens lassen wir uns nicht unterkriegen. Oh, aber von den Sumpfsporen da oben vielleicht. Ist Palegina mal wieder bewegungsunfähig, ja? Zieht euch mal etwas zu. Oh ne, Palegina ist übernommen. Das ist nicht so gut. Fenris ebenso. Du bist wieder bewegungsunfähig. Aber du kannst wenigstens zu deiner Waffe umswitchen. So ein Sporn. Die sind richtig garstig. Okay. Aber zum Glück wirkt das nicht sehr lange auf Wetter. Tut mir den Gefallen und tötet die Dinger schnell, bevor sie noch nervig werden. Und Palegina, bitte wieder auf deine Waffe wechseln. Elder, Waffe wechseln. Danke. Noch ein Zauberstab. Wollt ihr mich veralbern? Jetzt habe ich gerade den einen abgegradet. Hey, I'm ready. Palegina. Ja. Das ist auch eine Form des Nervigseins. Einfach mal so. Ja, Trank der großen Ausdauer. Ja. Hä? So, sag mal alles hier ein. So. Kannst du den ersetzen? Vergleichen. Ach, du bist nicht ganz so gut. Du bist auch außergewöhnlich. Ah, erschütternde Berührung. Nö. Du bist einfach nur toll, aber nicht so toll. Hm. Ich glaube, Durin sollte mal Palegina heilen. Palegina heilen. So. Kannst du dich auch wieder verstecken? Da patrouilliert ein Sporling rum. Das war ein Sporling. Hey, nochmal Reisevorräte. Jetzt sind wir wieder bei 2. Und ja, ich gucke mir erst einmal hier die Höhlen an. Oh je. Hallo Waldlaurer. Hi. So, dann kannst du da hinten mal reinbomben.
Und zwar ein paar Mal öfter.